So, Kilometer 80. Es ist kalt. Also, falls ich mich noch nicht über die ganzen Bordsteinkanten auf diesen Radwegen hier beschwert habe, dann mache ich es jetzt. So, jetzt kommt wohl für mich der schlimmste Part. Ich habe die 300 Kilometer Marke geknackt. Und ja, also dank Zucker geht's mir okay. Aber ein Bett wäre schon ganz cool. Guten Morgen um 3.15 Uhr. Heute werde ich sehr, sehr lange Fahrrad fahren. Rote Ampel in Berlin passt. So, die ersten 12 Kilometer sind geschafft. Reicht dann auch, wa? So, wir sind aus Berlin raus, glaube ich. So, die ersten 27 Kilometer sind geschafft. So, jetzt die dunkle Landstraße. Ich denke, ich bin zu sehen mit meiner Idee mit dem Rücklicht. Und ja, wir sehen uns, wenn es hell ist oder wenn irgendwas passiert. Kilometer 46. Man sieht es, glaube ich, nicht, aber ich habe mir erstmal die Ohren abgedeckt. Langsam wird es frisch. Also, der Sonnenaufgang ist definitiv mein Highlight heute, bis jetzt. Einfach mal morgens aufstehen, egal wie viel ihr fahrt, und genießt den Sonnenaufgang. So, Kilometer 80. Es ist kalt. Also fahrtechnisch ist meine Strecke richtig nice, aber ich muss sagen, desto weiter ich in den Norden komme, desto kälter wird es, und ach, ich habe keine Hände, die Füße gehen gerade, das Leben ist schön. Kilometer 90, Temperatur geht, Beine okay, Motivation passt. Bergauf fahren. Immer noch mein Ding. Willkommen in Prenzlau. Es riecht nach Eintopf. Ja, muss ich sein. Irgendwas Kilometer Pasewalk, noch 30 Kilometer bis zum Mittagessen. In einer alten Folge von Plan Z wurde gerade über die Ärzte gesprochen, und weil ich nun mal so beeinflussbar bin, höre ich jetzt mein Lieblingsalbum Ist das alles? Habe ich auch schon rauf und runter gehört auf dem Weg nach Usedom. Einfach das beste Album ever. Wie ihr seht, fahre ich ja mit der Aerobars, und ja, das macht mir diese Langstrecke auf jeden Fall deutlich leichter und angenehmer. Jedes Mal, wenn ich so knapp bei 23 km/h bin, dann lege ich mich wieder auf die Aerobars und fahre dann wieder um die 30 km/h. Man hat eine gewisse Wattersparnis auf Langstrecke. Nötig, weiß ich nicht, angenehm auf jeden Fall. Willkommen zurück bei Ich hab noch nie.
Ich habe noch nie meine Mutter mit dem Fahrrad besucht. Von Berlin nach Eigesin, 168 Kilometer. Gleich gibt's Mittagessen. Update, relativ früh, aber übrigens, ja, hier spielen sie Krieg, hurra. Also mir wurde kurz nach dem Losfahren direkt schwindelig, so ein bisschen warm. Ich habe mich doch nochmal ausgezogen, ein bisschen, habe nochmal was gegessen, mir ein bisschen Zucker reingeknallt und werde jetzt weiterfahren. So, jetzt gibt es sogar noch ein bisschen Offroad, 8 Kilometer bis nach Altwarp, Neuwarp. Ja, ha, schön. Tja, gleich sind wir in Polen, Baby. Oh, da geht's lang. Oh! Also ich habe gerade den Schreck meines Lebens bekommen, dachte so, oh nein, jetzt so eine weite Wege und aber ey, absolut geil, jetzt bin ich hier auf dieser schönen asphaltierten Straße, mega nice und weiter geht's. Ja, was soll ich sagen, irgendwie 500 Meter hinter mir, geile Straße und ich so, bam! So, 215 Kilometer to go. Ich habe die ganze Zeit so ein dickes, fettes Grinsen auf den Lippen, einfach mal, ja, weil Fahrradfahren Spaß macht, ich richtig die Landschaft genieße und die Radwege ganz okay sind meistens. Da war ich gerade, aber es ist mir ganz ehrlich viel zu gefährlich, jetzt bergauf da lang zu ballern, nein, oder lang zu schleichen. Vorher mit 48 km/h, alles klar, kein Ding, aber nee, das ist mir viel zu gefährlich. Ich bin gerade in Stettin und ich muss echt sagen, jedes Auto bremst hier für mich scheiß Radfahrer. Ist übelst cool. Also falls ich mich noch nicht über die ganzen Bordsteinkanten auf diesen Radwegen hier beschwert habe, dann mache ich es jetzt. Gefühlt bin ich hier auf einer Schnellstraße oder so ähnlich. Und es ist für mich super unangenehm. Also diesmal ist Polen als Radabenteuer nicht so schön. Ich habe ja wirklich versucht, Stettin zu umgehen. Ich bin am Rand durch. Die Strecken hier unübersichtlich. Weil man immer so eine Schnellstraßen hat oder normale Straßen. Aber für Fahrradfahrer, na. So, jetzt ist wieder Rotlichtzeit. Es ist, glaube ich, 19 Uhr. Irgendwie so. Ich habe noch, weiß ich gar nicht, 150, 160 Kilometer. Also ewig. Stettin, wie ihr vermutlich gesehen habt, dauert nun mal ewig von den Radwegen. Ich habe manchmal lieber die schlechten Radwege genommen als die Straße. Einfach mal aus puncto Sicherheit. Aber ja, jetzt geht es ja wieder voran, wie es aussieht. Wie geil, endlich wieder schnell fahren. Schneller fahren, schöner, durchgehender Asphalt. Einfach mal eine ziemlich geile Erfindung. So, gerade kickt mal voll die Müdigkeit. Ich habe mir gerade ein Gel reingezogen. Ein bisschen Zucker, um vielleicht wach zu bleiben. Mal gucken. So, meine eigentliche Route ist blockiert. Was mich gerade aber nicht stört, da die Müdigkeit halt eben doch schon ganz schön gezogen hat. Ich versuche jetzt über Schwedt zu fahren. Und hoffe mal irgendwo auf die Tankstelle. Und ja. So, wie schon gesagt, ich bin jetzt in Spät. Hab jetzt 285 Kilometer. Eigentlich bin ich ja relativ gut fertig. Hatte vorne auf dem dunklen Radfernweg. Ja, ich war schon recht müde. So verlockend ist jetzt auch ein schwedische Bahn nach Berlin.
Die fährt aber erst in einer Dreiviertelstunde. Ich habe auf jeden Fall den Track verkürzt, dass ich nur noch 110 Kilometer nach Hause habe. Ja, wären 4 Stunden machbar, wenn es nicht regnet. So, jetzt kommt wohl für mich der schlimmste Part. Ich habe die 300 Kilometer Marke geknackt. Und ja, also dank Zucker geht's mir okay. Aber ein Bett wäre schon ganz cool. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem Rad sitzt und solche Schlenker drin habt? Also wenn man sich dreht wie ein Brummkreisel, der sich dann aber doch fängt. Ja, das passiert mir gerade mal wieder. Ich habe auf jeden Fall weit über 300. Aber ich eier. Meine Kilometerzahl steigt immer mehr, aber ich eier immer häufiger mit dem Rad. Ich werde vermutlich im Blattfeld in den Bahn steigen. Schlafmangel und Fahrradfahren passt gar nicht. So, ja, jetzt bin ich wohl echter Langdistanzradler. So, ab jetzt bin ich wohl ein echter Langdistanzradler. Ich habe mich eine halbe Stunde in die Sparkasse gelegt. Es war nicht beheizt, aber ja, wärmer draußen. Und es geht mir deutlich besser. Ich habe jetzt noch 75 Kilometer nach Hause. Und ja, das dürfte passen. Ja, ich habe circa eine halbe Stunde geschlafen. Mir geht es deutlich besser. Es war natürlich nicht bequem, aber schlechter Schlaf ist besser als gar kein Schlaf. Und ja, that's long distance, baby. Bad Freienwalde, endlich. Eigentlich wollte ich ja die Bahn nehmen, aber die fährt halt nicht. Und ja, dank der halben Stunde Schlaf in der Sparkasse geht's mir wieder ganz gut. Die letzten, keine Ahnung. Die letzten ca. 60 Kilometer waren eine reine Qual. Aber jetzt geht's mir echt gut. Hab gerade einen Cappuccino getrunken in der Tankstelle. Und jetzt geht's weiter nach Hause. Das ist so geil, wenn man die Landstraße für sich alleine hat. In beide Richtungen. Einfach nur ein Traum. Kilometer 344. Ja, ratet mal, wer zurück ist. Genau, die Müdigkeit, yay! So, wir haben 3.15 Uhr. Ich bin vor 24 Stunden losgefahren. Hab jetzt 360 Kilometer. Kurz vor Bernau. So, ich bin fast zu Hause. Schlechte Nachrichten. Der Bäcker hat noch zu. Wäre jetzt halt ein Highlight gewesen. Ich bin kurz vor der 400. Mache die auf jeden Fall noch voll. Oder das klappt fast genau, bis ich zu Hause bin. Ja, eigentlich muss ich sagen, von den Beinen her bin ich ziemlich fit. Das einzige, mein linkes Handgelenk ist so ein bisschen das so rumwuchs. Und zwar auch vorher schon wegen der Arbeit. Und ansonsten mein 13,8er Milliampere oder Ampere Akku von Lupine hat wunderbar gehalten. Ab Kilometer 270 wurde es für mich richtig schlimm, weil ich da müde wurde. Die schlechten Radwege in Stettin, um Stettin, Polen, ja, die haben halt auch dafür gesorgt, dass ich noch langsamer fahre. Kleine Bordsteinkanten auf den Radwegen, also so schnell treibe ich nichts mehr nach Stettin mit dem Fahrrad. So, ansonsten habe ich eigentlich den Großteil der Fahrt genossen. Habe auch innerhalb Polen eigentlich nur gegrinst, weil irgendwie, ja, wenn mein dummes Fahrradfahren Spaß macht. Und ich denke, ich bin doch auf jeden Fall ein bisschen stolz darauf, dass ich gleich 400 Kilometer geschafft habe. Ab Kilometer 240, 270, ich weiß es gar nicht genau. Hat ja die Müdigkeit eingesetzt.
Ich bin Schlangenlinien gefahren, dann habe ich angefangen, meine Gel zu essen. Durch den Zucker wurde ich dann doch wieder ein bisschen wach und fit und konnte es so überbrücken. Wollte dann in Schwedt aufgeben, ja, habe ich es dann sein lassen. Dann wollte ich nach Bad Freienwalde fahren, da an die Bahn steigen. Die Bahn wäre aber erst irgendwie demnächst gefahren. Ja, und meine Rettung war eigentlich so ein kleines Sparkassenhäuschen. Es war zwar nicht beheizt, aber es war halt wärmer als draußen, wo ich dann irgendwie eine halbe Stunde pennen konnte. Ja, was willst du machen, wenn du im Eimer bist? Du kannst nicht mehr, draußen ist es kalt. Im Sommer kannst du dich irgendwo hinlegen, aber im Winter oder Frühling hast du halt gar keine Chance. Und da ist halt das schon eine Rettung, finde ich. Bisschen schlafen und danach ist man wieder fitter. Dann habe ich noch einen Kaffee getrunken und ja, jetzt bin ich gleich zu Hause. Ich fühle mich super. Ich stehe jetzt unter Adrenalin. Ich glaube, wenn ich erstmal nachher sitze, komme ich nicht mehr hoch. Und jetzt fahre ich mal weiter nach Hause. So.